Corona Pickel findet sich gerade bei meinem Mercedes F-Klasse an, das alte Scheißding. Entschuldigung, so ist das auch nicht, aber die R-Matik geht die ganze Zeit nicht. Jetzt habe ich das Auto hier oben und hier hinten habe ich den Wagenheber. Der passt hier unten gerade noch rein. Und den kann man unten an dem Akschenkel, der nach innen geht, kann man den praktisch unten reinhängen. Und dadurch kann man das ganze Rad hochheben. Das hat dann den Vorteil, wenn ich den Reifen wegmache, kann ich es wieder runterlassen und dann schaltet innen die, wenn er auf rot ist, also auf Auto sofort hoch und schaltet einen Kompressor ein. Und dann kann ich den hier testen. Und zwar so, wie ich es hier habe. Ich lasse erstmal hier vorne das Ding runter und dann klemme ich hier zum Beispiel einen Ersatz, Kompressor an. Weil dieser Kompressor geht doch wieder nicht. Leider. Und man kann ihn auch ein bisschen testen, indem man den Finger vorne an die Öffnung hinhält hier und ungefähr abschätzt, wie viel Druck er hat. Oder man nimmt natürlich sein Druckmanometer mit Gummi und hält es dann entgegen. Dann sieht man schon, wie viel Druck er zusammenbringt. Normal müsste er über 12 Bar kommen hier. Sieht man, wie wenig der zusammengebracht hat. Aber so kann man das Auto einfach hier mit der Plane am allerbesten in den Griff kriegen da unten.